Weiter geht es mit einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir haben in der letzten Folge ein neues Projekt begonnen und da waren auf dem Grundstück noch so schön alte Container und die sollen wir jetzt gerade erstmal dort wegtransportieren. Wir haben in der letzten Folge noch ganz schnell einen aufgeladen, haben getestet, ob der überhaupt hier auf den Auflieger drauf passt, aber sieht alles wunderbar aus und somit können wir anfangen und den wegfahren. So ist es. Ja, dann steigen wir gerade einfach mal in die Ego-Perspektive ein und fahren wir einfach mal wieder so mit der Perspektive durch die Gegend. Da vorne sehen wir auch übrigens gerade ein Gebäude, welches wir auch gebaut haben. Da kann man, glaube ich, auch noch außenrum das Grundstück ein bisschen schöner anpassen. Wir sind ja momentan dabei, das Grundstück ein bisschen schöner zu machen oder beziehungsweise das Gelände schöner zu machen, wo wir die Aussichtsplattform damals auf dem Spaceport DLC gebaut haben. Und ja, dann mal schauen, ob wir dann noch einen weiteren Auftrag machen oder ob wir dann erstmal wieder den Bausimulator pausieren. Ich will das Projekt ja jetzt nicht wieder so großartig auskramen in dem Sinne. Wir wollten jetzt nur halt die Fahrzeuge von Liebherr mal zeigen in ein paar Folgen und da halt so ein paar Projekte machen, ein bisschen hier auf dem Spaceport beziehungsweise im Spaceport DLC weiterarbeiten. Und ja, mal schauen. So, ich weiß nicht genau, wo wir hier diese Fracht hinbringen sollen. Da müssen wir gleich einfach mal schauen, wo wir rauskommen. Das Navi kennt den Weg. Wir sollen jetzt hier auf jeden Fall rechts abbiegen. Das machen wir gerade auch einfach mal. So, wahrscheinlich zu irgendeinem Schrottplatz oder so, Wertstoffhof vielleicht, keine Ahnung, sehen wir dann. So, das muss auf jeden Fall hier vorne links dann sein. Ich hoffe, das Navi führt mich auch richtig, nicht, dass ich irgendwo im Nirgendwo lande. Hier kann man anscheinend auch noch irgendwas Cooles bauen, weil da ist auch noch ganz, ganz, ganz viel Erde und ein großes Grundstück. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich irgendwie... Ja, wollte sagen, ich finde, das Navi führt uns da irgendwie ins Nirgendwo und wir sollen tatsächlich hier komplett sinnlos durch die Gegend fahren. Ja, vertraue einmal den Navigationsgeräten in Spielen, da bist du verloren. Es ist so meine Erfahrung. Es ist im Fernbus-Simulator so, es ist im Tourist-Bus-Simulator so, es ist hier in dem Spiel so, folge dem Navi, du bist verloren. Es ist wirklich bei vielen Spielen oder in vielen Spielen ist es so, dass das Navi kontrolliert besser, wo du lang fährst, weil sonst bist du verloren. So. Jetzt haben wir es aber auch wirklich gleich geschafft. Wir sollen da hinten zu dieser ja, Stahlfabrik oder was auch immer das da war. Ist jetzt nur die Frage, ob wir dann da auch abladen sollen. Wahrscheinlich ja. So, da ist unser Endpunkt, unsere Haltestelle. Okay, da sollen die Container also hin. Ich würde jetzt hier in dem Fall mir einfach mal einen Mobilkran holen, oder? Wir sind ja auch mit dem Firmengelände nicht so weit weg. Dann können wir hier einfach eigentlich mal ein Fahrzeug auslagern. Gehen hier auf den Fuhrpark und ich glaube, wir hatten hier nicht nur die Riesenkräne, sondern genau, wir hatten hier auch unser kleines Spielzeug von Liebherr. Ist jetzt nicht in den Liebherr DLC mehr dabei, den Kran hat man schon vorher gehabt. Nur nochmal so als kleine Info nebenbei. Wir tun dieses Fahrzeug gerade mal auslagern und dann steigen wir direkt mal ein. Dann können wir mit dem einfach mal schnell dahin fahren. Im Hintergrund hier im Ladebildschirm sehen wir jetzt gerade auch einen Liebherr-Kran. Der ist aber auch nicht im DLC dabei. Der ist einfach so schon im Spiel standardmäßig drin. Ja. Ich weiß nicht, gibt es hier für das Firmengelände auch irgendwie einen Auftrag, dass man hier dieses schäbige Gebäude abreißt und neu baut? Keine Ahnung. Das sieht so schlimm aus. Das wäre ganz cool, wenn man das abreißen könnte. So, Mobilkran, machen wir die Rundumleuchten an während der Fahrt. Große Kräne, schwere Kräne. Ist besser, wenn man die so ein bisschen absichert bei der Fahrt. So, wir könnten eigentlich auch mal hier in der Ego-Perspektive durch die Gegend fahren. Haben wir, glaube ich, sehr selten im Gebrauch. Beziehungsweise sehr selten benutzt. Wobei das eigentlich bei dem Kran hier auch voll cool ist. Die ganzen Spiegeln. Scheinen auch alle zu funktionieren. So, ihr wisst ja, wenn Tommy hier durch die Gegend fährt, dann rast er immer so ein bisschen. Aber ich rast lieber in Spielen als in der Realität, ohne zu gucken durch die Gegend. Nee, in der Realität bin ich ein ordentlicher Fahrer, aber so in Spielen. Aber man wird ja als YouTuber, du wirst ja total nach deinen Videos bewertet. Ja, wenn du in Spielen einmal rechts vor links missachtet, wirst du in den Kommentaren niedergemacht, dass man nicht Auto fahren kann. Ja, zum Beispiel.
Ja, wenn du dich einmal versprichst, heißt es gleich, dass du die Sprache nicht beherrschst und bist zu blöd zum Reden. Ja, oder wenn ich jetzt 8 Stunden aufgenommen hab und betone vielleicht mal ein Wort falsch oder so, ja, wirst du auch direkt niedergemacht, dass du wegen dir die PISA-Studie kacke ist oder was weiß ich. Es ist immer Wahnsinn, wie da wenn man da einfach immer beleidigt wird, wenn man einmal vielleicht einen kleinen Fehler in einem Spiel macht oder einfach mal eine Sache nicht korrekt macht wie in der Realität. Dann heißt das immer gleich alles in der Realität, man ist zu blöd für alles. Das ist immer der Wahnsinn, was ich hier so beobachte. Es ist aber nicht nur auf meinem Kanal so, das ist auf allen so. Das ist wirklich auf allen Kanälen so. Wenn man sich so mit anderen unterhält oder austauscht oder das so sieht, was auf anderen Kanälen abgeht, es ist immer als Gleiche. So. Ich würde jetzt den Container hier einfach mal auf den hinteren Platz stellen. Ja, dann haben wir den schon mal los und jetzt lassen wir den Kran einfach mal so hier und fahren mit dem LKW zurück, laden da den nächsten Container auf und dann können wir schon mit der nächsten Arbeit weitermachen. Wir fahren jetzt erstmal hier von dem Grundstück wieder weg. Hoffe, dass ich den Kran nicht berühre. Ich finde nur bei den Spiegeln hier in dem Spiel manchmal so ein bisschen das Problem, die sind einfach zu unpraktisch. Ja, die sind einfach, die zeigen zu wenig Umgebung. Ja, man sieht jetzt gerade wirklich nur, was hinter einem genau ist. Das ist der Auflieger. Sobald du aber leicht in die Kurve fährst, siehst du einfach gar nichts mehr. Ja, das ist glaube ich, nicht so, wie es in der Realität mit dem LKW ist. Gut, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Sollte vielleicht auch den Warnblinker mal ausschalten. Könnten jetzt da rechts lang fahren oder hier links. Ich folge ausnahmsweise mal wieder den Navi, aber das werde ich wahrscheinlich wieder bereuen. Ja, was auch immer geil ist, wenn man irgendwie beleidigt wird, weil man mit Dialekt redet oder ab und zu mal ein Wort mit Dialekt sagt oder keine Ahnung, es anders betont als woanders, da wird man auch gleich als dumm dargestellt, weil man irgendwie ein Dialekt redet. Das finde ich auch immer sehr krass und sehr interessant. Ja. Naja. Ich finde, stellenweise ist es ja lustig irgendwie. Man darf das alles immer nicht zu Herzen nehmen. Aber da braucht man sich halt nicht wundern, dass manche YouTuber einfach die Lust verlieren an der ganzen Sache. Das ist auch immer so halt so eine Sache. Man darf sich eigentlich durch solche Sachen nicht den Spaß daran verlieren lassen, an der Sache, die man macht. Gerade wenn es halt so auf persönliche Ebene geht, das finde ich immer so ein bisschen doof. Kritik ist ja eigentlich immer willkommen, sobald halt die Kritik konstruktiv ist, ja. Sobald man da halt irgendwie auch was dran arbeiten kann oder machen kann. Ja, das ist dann immer, sowas ist halt immer schön dann auch und ist keineswegs irgendwie, dass es dann böse gesehen wird oder so, wenn jemand sagt, jo, du, alles eigentlich ganz cool, aber ich würde es cooler finden, wenn du es vielleicht so und so machen würdest oder einfach so ganz normale Vorschläge macht, ja, oder wie man was anders machen könnte oder. Sowas ist ja immer okay, das ist auch immer willkommen. Aber wenn man halt einfach sagt, ja, du bist kacke, dann kann damit niemand was anfangen und dann verliert man halt auch gerne mal die Lust dran. Oh, da sind gerade wieder Geistergestalten, jetzt auf einmal sind es Frauen, okay. Die waren gerade nicht so ganz sichtbar. Ich habe mir aber mittlerweile angewöhnt, muss ich zugeben. Da heißt es wieder, ja, man schmeißt vielleicht alle Leute vom Kanal runter, die man einfach nur nicht mag. Nein, das ist so nicht der Fall. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn irgendjemand persönlich angreifend wird und das wirklich auch böse gemeint ist. Manchmal gehe ich da auch nur auf Nummer sicher und frage nochmal nach, wie das jetzt gemeint war. Und wenn das dann halt böse gemeint war oder blöd gemeint war, dann, ja, dann war die Person die längste Zeit auf dem Kanal und wird einfach nur noch knallhart aussortiert dann in so einem Fall. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Normalerweise habe ich gerade letztens bei einem anderen YouTuber gesehen, bei einem sehr großen, der hat einfach wieder so jemanden öffentlich bloßgestellt. Das ist zwar auch nicht so die nette Art und Weise, aber andererseits, der YouTuber hat sich auch gedacht, weil er sich dann dafür nochmal gerechtfertigt hat, warum er den Kommentar nochmal so öffentlich quasi zur Schau gestellt hat, war halt seine Aussage von dem anderen YouTuber, ja, vielleicht lernt dann die Allgemeinheit mal draus, dass das halt auch nach hinten losgehen kann, indem man einfach den Nick und so weiter von jemandem verrät. Und gerade wenn ein YouTuber irgendwie eine große Reichweite hat, dann kann es schon echt nach hinten losgehen, wenn dann plötzlich 100.000 Leute wissen, wenn es doof läuft, dass du so ein Punkt bist. Ja, das ist dann schon, da sollte man sich vielleicht auch drüber Gedanken machen vorher. Dann kann man sich nirgendwo mehr blicken lassen quasi. Das ist halt unüberlegt, was da manche Leute machen.
meine, ich stelle jetzt da niemanden bloß oder so, aber ja, man muss halt damit rechnen, dass der YouTuber zurückfeuert. Es ist halt, ja, wie man in den Wald reinruft, so schallt es halt auch wieder zurück. Ist ja auch öfters mal so in der Realität. Ja, wenn man jetzt irgendwie einkaufen ist und tut irgendwie unfreundlich zu jemandem sein, dann kriegt man auch eine unfreundliche Sache zurück. Wenn man auf andere Menschen freundlich, positiv, gut gelaunt zugeht, dann kriegst du auch genau das Gleiche als Reaktion zurück. Außer jemand hat einen richtig beschissenen Tag, dann kriegst du trotzdem das böse Gesicht quasi zurückgeworfen. Aber normalerweise, also ich bin auch jemand, ich bin eigentlich fast immer gut gelaunt. Außer ich krieg halt ein blödes, angreifendes Kommentar. Dann nicht. Ich bin eigentlich fast immer gut gelaunt. Ich lasse mich auch von so Kommentaren nicht runterkriegen. Aber ich habe halt persönlich auch mal die Erfahrung gemacht, wenn du halt positiv auf andere Menschen drauf zugehst, dann kriegst du halt auch positive Reaktionen zurück und positive Antworten. Und ich finde halt immer, das löst halt immer so eine schöne Kettenreaktion aus. Wenn du freundlich, nett, hilfsbereit zu anderen Menschen bist, dann sind die dann auch besser drauf, dann sind die auch freundlich, nett, hilfsbereit zu den anderen Menschen. Ja, und dann geht es halt einfach, verbreitet sich das wie so eine Kette quasi dann weiter. Das Gleiche geht natürlich auch mit Negativität. Wenn du irgendwie einen Kacktag hast und gehst irgendwie andere Leute direkt an, dann sind die auch schlecht gelaunt und scheiße drauf. Und dann geht es halt auch immer negativ weiter. Aber wenn man Positivität weitergibt, dann verteilt sich auch diese Positivität mehr. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Oder das Schönste, was man an einem Tag machen kann. Genau. So, dann sind wir wieder am Ziel angekommen. Wir laden jetzt gerade mal den nächsten Container hier auf. Beziehungsweise ab. Aufgeladen haben wir den ja schon. So nebenbei. Und genau, den hängen wir jetzt hier an. Laden den an dieser Position ab. Muss man gerade gucken, noch ein Stück weiter nach vorne. Drehen müsste man das eigentlich noch, aber ich kann den gerade nicht mehr so wirklich drehen. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Und dann hätten wir das jetzt schon hier geschafft. Ich würde aber jetzt den Kran, den LKW, glaube ich, einfach mal hier stehen lassen. Weil war das Gebäude, was wir nicht bauen, nicht irgendeine Container-Optik? Also kann sein, dass die Container hier vielleicht sogar aufbereitet werden, wir die dann später wieder aufladen müssen und so weiter. Ich würde die Sachen jetzt einfach mal hier stehen lassen und mache einfach mal eine Schnellreise zurück. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil das Gebäude, was wir bauen, heißt ja auch Container-Café. Also wir werden auf jeden Fall noch Container brauchen. Hier soll jetzt Baumaterial geliefert werden. Das können wir uns liefern lassen, müssen wir halt dann nur verteilen. Ich müsste dafür nur mal die richtigen Knöpfe drücken. Da ist der Baustoffhandel, den betreten wir gerade und dann bestellen wir einfach das, was wir gerade brauchen. Zweimal Bewährungsgitter noch. Drei Bäumchen. Und dann haben wir soweit hier alles ausgewählt. Wir können das jetzt hier liefern lassen an die Baustelle und dann können wir das mit dem Teleskoplader hier alles schön positionieren. So ist der Plan. So, fahren wir gerade mal mit der Gabel runter. Das müsste hier vorne das Paket direkt sein, was hier dargestellt wird. Wow, das war ein bisschen zu viel Gas. Dann lassen wir es einfach hier mal so ab. Und was müssen wir noch machen? Da hinten muss nochmal so eine Palette hin. Alles klar. Das sieht so aus, als müssten wir gleich betonieren. Das heißt, wir können ein neues Fahrzeug aus dem Leaper-DLC verwenden. Da war ja so ein schöner Betonmischer-Anhänger dabei. Und den müssen wir mal benutzen. Hoffe, dass wir den hier auch sinnvoll benutzen können. Müssen wir da mal schauen. So, legen wir hier auch gerade mal ab. Und dann sollen wir jetzt hier die Erde noch verdichten. Stimmt, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge schon mal uns durchgelesen. Beziehungsweise, da stand es, glaube ich, auch schon da. Müssen wir mal schauen. Wir haben hier, glaube ich, noch die passenden Walzen da. Genau, wir haben da hinten noch eine Erdbauwalze und wir haben da... Oh, Hotdog. Bin ich zwar nicht so der größte Fan von, aber kann man essen. Genau, wir haben hier die Erdbauwalze noch rumstehen und die Asphaltwalze. Die Erdbauwalze nehmen wir uns gerade mal. Und mit der fahren wir jetzt da vorne mal drüber und dann sollte das auch soweit passen.
Naja, um nochmal das Thema YouTube-Kommentare, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, abzuschließen. Ich bin halt immer auch ein Freund von, dass man halt irgendwie einen respektvollen Umgang bewahrt. Ja, das ist für mich immer so ein Thema, wo ich mir denke, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ich finde, das sollte halt auch einfach so sein. Man geht ja auch in der Realität nicht auf irgendwelche Menschen zu und beleidigt die irgendwie. Und ich finde, das sollte man halt auch auf YouTube so einhalten, dass man nicht einfach irgendwelche fremden Leute beleidigt oder angreift oder ja, irgendwie komisch von der Seite anmacht. Ich bin immer für einen respektvollen, freundlichen Umgang eigentlich. So. Genau, hier sollen wir einfach die Erde verdichten. Ich habe das Gefühl, es sieht irgendwie ein bisschen anders aus beim Erde verdichten, oder? Also, ich meine die Effekte. Kann es sein, dass man hier neue Effekte reingetan hat fürs Erde verdichten? Dass auch diese Nebelwolke da aufsteigt, diese Staubwolke. Das kommt mir irgendwie neu vor. Ja, übrigens gab es auch gerade heute am Aufnahmetag wieder ein kleines Update. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was da verändert wurde. Habe ich mir jetzt gerade vor Folgenbeginn vergessen durchzulesen, muss ich zugeben. Kann ja mal passieren. War aber auch nur ein kleines Update, also nichts, wo irgendwie jetzt hier groß Content hinzugekommen ist oder so. Deswegen fand ich das jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, das alles mir zu merken. Beziehungsweise ich habe es nur ganz kurz überflogen, aber das war, glaube ich, nur irgendwie Fehlerbehebung und so weiter. Und dann, ja, mehr habe ich mir nicht gemerkt davon. Ich finde den Effekt eigentlich ganz cool mit der Staubwolke. Ich finde, man sieht aber nicht ganz so doll, wo man jetzt schon gewalzt hat und wo noch nicht. Also man sieht schon ein bisschen, aber hat man das nicht mal doller gesehen? Oh, da steht die Palette. Upsi. So, 78%, 80%. Ich wollte hier den Rand jetzt so ein bisschen platt fahren auf der linken Seite hier bei dem Kran. Kann ich da normalerweise schön vor- und zurückfahren, dann ist es hier alles gut. 11% fehlt uns noch. Das kriegen wir auch noch hin. Und dann müssen wir gleich schon wieder Feierabend machen, weil wir haben schon wieder 20.55 Uhr in Game. So, Ziel erreicht. Wir arbeiten ja nicht mehr in der Nacht. Wir haben ja damals, als das Spiel rauskam, da gab es ja noch keine Funktion, die Nacht zu überspringen. Da haben wir ja wirklich immer die Nacht durchgeschafft. War immer 24 Stunden am Schaffen, waren wir hier immer. Und ja, seit einigen Versionen gibt es ja die Möglichkeit, deswegen machen wir das auch immer. Dass wir die Nacht überspringen, ist einfach ein bisschen angenehmer. So. Aussehen, Helm. Ja, eigentlich müssten wir eigentlich auch mal unseren Helm ändern. Immer den Standard weißen Helm, der ist auch langweilig. Es gibt mittlerweile so viele Deko-Elemente und so viele andere Helme hier im Spiel. Müssen wir uns auch irgendwann mal anschauen. Na gut, wir überspringen auf jeden Fall jetzt erstmal die Nacht, springen zum Morgen. Und muss ich gerade nochmal hier schauen. Hatten wir den Hänger noch beim Fahrzeughändler stehen oder nicht? Ich glaube doch, den hatten wir da. Genau, den hatten wir noch dort stehen. Hatte ich da jetzt schon irgendwie ein LKW parat stehen? Ich glaube nicht. Ich würde dafür aber gerade dann den hier einfach mal nehmen. Ja, super. Jetzt stehen wir nicht mal an der Position, wo wir vorher standen, weil wir wieder mal durch den Boden gefallen sind. Ich lasse aber hier den Hänger einfach mal stehen. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Dann holen wir uns jetzt den Betonmischanhänger. Und betoniere mit dem mal ein bisschen. Normalerweise, klar, Betonpumpe und so weiter. Ich wollte aber jetzt einfach mal hier mit dem Hänger hier so ein bisschen rumrangieren, ein bisschen rumprobieren. Wir werden also mit dem auf die Betonierfläche drauf fahren.
weil ich halt nicht weiß, ob da jetzt nochmal dann gleich was mit Betonieren kommt, wo wir einfach ein bisschen sinnvoller hier arbeiten könnten. Beziehungsweise ich könnte auch, klar, wir holen uns einfach eine Betonpumpe, ich fahre mit dem Ding rückwärts an die Betonpumpe dran, dann haben wir auch ein bisschen was davon gesehen wenigstens. Könnte man auch so machen, wäre ein bisschen realistischer. Aber erstmal fahren wir mit dem Teil hier auf die Baustelle. Ich würde jetzt auch gerade mal das Abblendlicht einschalten, weil das ist noch ziemlich dunkel. Wo müssen wir lang? Hier links angeblich. Ja, aber an sich sehr coole Sache eigentlich, sehr coole Idee, dass man das einfach als Anhänger mal hat, weil klar, du kannst dich vielleicht so ein bisschen besser, also wenn man rückwärts fahren kann mit Hänger, kann man sich so vielleicht ein bisschen besser auf den Baustellen platzieren, also einfach ein bisschen ordentlicher hinfahren. Kann ich mir schon ein bisschen hilfreich vorstellen, diese Möglichkeit hier. Bin ich hier richtig, wenn ich hier links fahre? Ja, bin ich. Gut. Schön den Sonnenaufgang entgegen. Eigentlich müsste man hier gerade mal ein Foto machen, oder? So bei Sonnenaufgang mit dem Liebherr-Anhänger. So, haben wir ein paar Fotos gemacht. Weiter geht die Fahrt, Motor wieder anschmeißen. Ja, ich habe heute irgendwie Bock, ein bisschen mit dem Fahrzeug hier durch die Gegend zu fahren, deswegen machen wir das gerade heute einfach in den Folgen mal. Die Strecken sind ja auch zum Glück nicht ganz so weit. Ja, das ist ja alles recht zentral hier auf der Spaceport Map. Die ist ja nicht ganz so groß. Und man hat keine Ampeln. Finde ich auch schon mal Gold wert. Da bist du schon viel schneller unterwegs. Wenn ich hier immer auf Video dann über rote Ampeln fahre, kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen. Und der eine oder andere beschwert sich dann vielleicht wieder, dass ich zu blöd bin, auf Ampeln zu achten oder so. Und so kann ich einfach hier durch über die Kreuzung rasen. Das passt schon. Da ist keine Ampel. Beschwert sich niemand. So, dann sind wir aber auch gleich schon da. Ich hol da noch die Betonpumpe, beziehungsweise das würde ich dann wirklich als Schnellreise wieder machen. Muss nur mal schauen, welche wir dann holen. So, Fuhrpark, was haben wir denn hier Schönes? Also ich würde schon eine große nehmen. Das ist zwar jetzt nur ein kleines Stück, aber ich würde, glaube ich, mir eine große nehmen. Genau. Wir könnten auch hier farmische Betonpumpe nehmen, aber nein, wir nehmen hier die Betonpumpe, nehmen einfach die, lagern die wieder aus, steigen auch direkt ein. Da haben wir jetzt gleich den Ladebildschirm geschafft und fallen ausnahmsweise nicht durch die Map. Ich bin begeistert. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir da stehen. Ja, gut, kann man so machen. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Was auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist hier Rundumleuchte an. Warnblinker machen wir auch an. Ich würde jetzt einfach, glaube ich, mal hier so stehen bleiben. Wir wechseln mal den Modus. Dann muss ich gleich den Ausleger hier mal so ein bisschen hochfahren, damit ich mit meinem Betonmischer da unten gut dranfahren kann. Die Klappe ist offen, soweit alles gut. Dann fahren wir jetzt rückwärts mit dem Hänger da dran. Füllen hier natürlich noch auf. Und ja. Ja, ich rückwärts fahren heute beherrsche ich anscheinend wunderbar. Normalerweise ja nie ein Problem, aber gerade jetzt, wo ich mal hier mit dem Hänger demonstrieren wollte, wie das funktioniert, klappt es nicht so gut. Was aber direkt hier auffällt, ist, dass hier das Teil viel höher ist als bei den anderen Betonmischern. Das passt viel besser hier zu der Betonpumpe. Na gut, wir schalten das dann gerade mal an. Dann fällt das alles in die Betonpumpe rein, in den Behälter, und wir können lospumpen. Gut, ich hatte doch auch mal eine Taste entdeckt, mit der man einfach die Pumpe starten kann. Da muss ich gleich nochmal hier alles klicken. Irgendwas gab es da. So, jetzt klappt der Nupsi wieder runter.
Das ist nicht die Taste. Das ist die Taste, gut. Ja, ich spiele hier mit einem Xbox-Controller. Nur nochmal so nebenbei bemerkt oder angemerkt. Immer noch meinem uralten Xbox-Controller, der leider manchmal so ein bisschen zur Seite zieht, aber alles kein Thema. Ich fand die Maus viel schlimmer, die nicht mehr funktioniert hätte bei mir. Ah ja, vor einigen Folgen in Emergency hat man es ziemlich gemerkt oder auch in anderen Let's Plays mit meiner alten Maus. Ja, als Doppelklicks gemacht hatte oder einfach den Klick nicht wahrgenommen hatte, war auch mal der Fall. Ja, die hat so ein bisschen gesponnen, der Taster war da anscheinend kaputt. Das fand ich schlimmer als jetzt so ein Controller, der so ein bisschen verzieht. So, sieht er irgendwie auch fast so aus, als müssten wir schon wieder irgendwie Baumaterialien anliefern. Ah, ich sehe es gerade. Paket, Terrassenelemente, Holzrahmen. Das heißt, wenn wir hier fertig sind mit dem Betonarbeiten, könnte ich mit dem LKW wieder Material holen. Wenn das Terrassenelemente sind, Holzrahmen, müssen wir, denke ich mal, zum Schreiner fahren. Gibt es ja hier auch. Ich würde jetzt, also es wäre auf jeden Fall die erste Anlaufstelle dann, wo ich mal anklopfen würde. So, und hier, das haben wir soweit geschafft. Sehr schön, nupsi wieder rein. So, wie kriege ich das Ding jetzt wieder zusammengeklappt, ohne die Funktion zu benutzen? Kriege ich gerade irgendwie nicht hin. Da passiert nichts, da ist das. Das ist das. Ich kann gerade den einen Knickpunkt nicht steuern. Warum nicht? Das geht nicht. Ich weiß nicht warum. Ausklappen konnte es. Ah, vielleicht jetzt? Nö. Irgendwas stimmt da nicht. So, jetzt mit Gewalt, mit Gewalt. Ne, keine Ahnung, der eine Knickpunkt, der hat auch eben gerade so ein bisschen rumgebackt. Oder rumgeklitscht. Ich kann ihn gerade nicht richtig ansteuern. Na dann, setz mal zurück. Oh, jetzt hänge ich natürlich wieder. Jetzt hänge ich jetzt. Oh nein. Bitte nicht durch die Gegend fliegen. Okay, passt. Hat funktioniert. Gut, ich lasse das gerade hier einfach mal stehen. Wir kuppeln mal ab. Ich hoffe, dass sich die Trommel weiter dreht. Au. Das ist natürlich nicht so optimal. Hab gehofft, da ist irgendwie ein Motor noch drinne, der, keine Ahnung, mit einem separaten, beziehungsweise ein separater Motor nochmal, der das ganze Ding antreibt. Aber nö. Heißt, ohne LKW bleibt das stehen, das Betonzeugs wird hart da drinne. Alles klar. Da hat jemand dann Spaß, das sauber zu machen. Gut, also Schnellreise einmal hier hin. Und dann fahren wir erstmal zum Schreiner. Der ist aber auch schon da vorne. Ich glaube, das rote Gebäude, genau, Wood Supplies steht da dran. Das müsste der Schreiner sein. Kann sein, dass wir den Kran da vielleicht gleich brauchen. Ich gehe mal sehr stark davon aus. So, Bremse funktioniert. Ja. Bauabschnitt B, das müsste eigentlich hinhauen. Okay, wir haben es gekauft. Und liegt jetzt direkt daneben. Es hätte ja auch mal auf den LKW laden können. Mann, schade. Gut. Da steht irgendwo unser Kran. Dann setzen wir den auch zurück. Fahren wir einfach ein paar Meter weiter auch. Laden auf. Bringen das zur Baustelle. Laden da dann wieder ab. So, wir gehen hier noch in den Fahrmodus. Oh, mein Mikrofonarm. Ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört. Den gerade wieder so ein bisschen bewegt, weil ich ein bisschen nach hinten gelehnt habe, um gechillter hier spielen zu können. Das ist halt das Schöne mit Controller. Ja, kannst dich einfach so im Stuhl zurücklehnen, so wie man es halt beim PlayStation-Zocken oder Xbox-Zocken auf dem Fernsehgerät kennt. Ja, kannst du natürlich am Computer dich auch ein bisschen zurücklehnen, wenn du einen Controller spielst. Maus und Tastatur zurücklehnen ist immer so ein bisschen unbequem, finde ich. Also mit Controller schön die VIP-Funktion vom Stuhl aus nutzen und kannst hier schön chillen. Voll angenehm.
Ja, das hätten wir eigentlich auch mit einem kleinen Pritschenwagen transportieren können, aber ich habe mir halt jetzt gedacht, wir haben schon den Auflieger hier im Spiel drin, warum nehmen wir den nicht einfach? So, Kran lassen wir gerade einfach hier mal stehen. Ich finde aber, wir sind heute schon genug gefahren in der Folge, deswegen Schnellreise dorthin. Zu unserer Baustelle. Und dann sind wir auch schon bei einer halben Stunde wieder angekommen. Deswegen würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal gerade gar nicht weiter. Was wir noch machen, habe ich vorher nicht wahrgenommen. Wir müssen hier noch Baumaterialien auspacken und dann die Seite wahrscheinlich auch noch betonieren. So ist es. Das heißt, gleich nochmal alles anhängen, müssen dann eh umparken. Könnten auch den Kübel nehmen, aber nee, wir parken dann um und machen in der nächsten Folge damit weiter. Wir tun dann gleich erstmal hier das Fahrzeug in der nächsten Folge abladen und dann schauen, wie es weitergeht. Genau. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Würde mich wirklich sehr freuen. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Bringt dir natürlich auch Vorteile und hilft dem Kanal sehr weiter. Dann, ja, falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel oder nach anderen Spielen, dann in der Videobeschreibung findet ihr einen Affiliate-Link. Da könnt ihr euch über den Link quasi dieses Spiel kaufen. Wenn ihr es über den Link macht, dann unterstützt ihr gleichzeitig den Kanal und ja, für euch kostet das Spiel trotzdem nicht mehr. Genau. So, jetzt habe ich den Satz noch irgendwie zusammenbekommen, glaube ich. Ja, ich nehme heute schon wieder ein bisschen länger auf. Irgendwann hört einfach die Konzentration auf, was das Reden betrifft. Und irgendwann, man merkt es lustigerweise auch, jetzt schweife ich schon wieder ab, wenn du jetzt so 3, 4, 5 Stunden am Stück redest, irgendwann wird dein Kiefer richtig lahm. Ja, dann kriegst du wie so Muskelkater. Oder Wörter kommen nicht mehr korrekt raus. Oder, ja. Dafür werde ich auch manchmal kritisiert, dass ich Wörter falsch ausspreche, weil ich die einfach manchmal nach 4, 5, 6 Stunden Reden nicht mehr rauskriege richtig. Es ist einfach, der Kiefer lahmt dann. Na gut, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.